Huka chaka, huka, huka, huka chaka. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Na, was ist? Hey, komm schon. Bist du da? Nova, Mädchen! Ja. Ich glaub schon. Ich schau nur kurz, ob ich... Halt durch! Das hätte ich... Los, meine... Sicher? Oh, ich hasse das. Dead Gold, richtig? Nicky. Hey, Nick, freut mich, dich kennen zu. Pass auf, Nicky. Okay, Nicky, wir machen jetzt Folgendes. Du springst, packst meine Beine und dann kletterst du an mir hoch. Das klingt nicht nach. Vertrau mir, Kleine. Wir schaffen das. Da bin ich gespannt. Siehst du? Ist doch wie Kinderspiel. Und drauf! Okay, das wird ziemlich aufregend. Danke. Mom wäre enttäuscht, wenn ich meinen ersten Häftling verloren hätte. Deine Mom? Komm schon, wir müssen hier weg. Um die Ecke ist eine Schutztür, dort sind wir sicher. Na, hoffe mal. Hilf mir mal. Ich hab's gemeinsam. Ja, Drei, zwei, eins. Los, los. Okay. Wir müssen weiter. Hier lang. Kadett Nicky? Wow, ich wusste, dass mit dem Kirchenschiff was nicht stimmt. Wer angelt auf dem Schrottplatz nach Gott? Oh Mann, das ist schlecht. Gib mir eine Sekunde. Komm schon. Ich könnte vielleicht mit der Tür helfen, wenn die Handschellen weg wären. Vorschrift 3b. Niemals Fesseln entfernen. Komm schon. Du brauchst meine Hilfe. Nein, du bist mein Gefangener. Und ich hab's im Griff. Offensichtlich. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Na, und hier durch gibt's bestimmt keinen Weg. Ich hab hier... Bist du okay? Ja. Alles gut. Und du? Ja, bestens. Toll. Okay. Hier lang. Sollen wir nicht nach oben gehen? Zurück zu den anderen? Wo bist du? Hier runter. Hier unten ist noch eine Schutztür. Hatten wir nicht festgestellt, dass dein Spezialschlüssel... Soll das ein Witz sein? Ganz ruhig. Du schaffst das. Habe ich schon erwähnt, wie praktisch meine Jetstiefel jetzt wären. Okay. Ich krieg das hin. Ich will ja nicht hetzen oder so. Fast geschafft. Aber wir hetzen. Los, komm. Ja, geschafft. Hier durch. Gute Arbeit. Danke. Du warst auch nicht schlecht, Pirat. Nenn mich Star-Lord. Oder Peter. Oder, du weißt schon, Nova Kadett Arschretter. Okay. Peter, okay, hör zu. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten von deinen Freunden. Dann fang mal mit den schlechten an. Deine Freunde wurden ins Gefängnis gebracht. Und was sind die guten Neuigkeiten? Sie sind nicht tot. Einer von ihnen ist anscheinend sogar richtig aktiv. Komm, dahinter sind wir sicher. Flak! Die Rohre müssen geborsten sein. Sollen wir versuchen, mit deinem Dingsbums jemanden zu rufen? Wir brauchen keine Hilfe. Ich weiß, was ich tue. Hilf mir, das Feuer zu blockieren, damit wir durchkommen. Klar, aber es machen sich bestimmt alle Sorgen. Die Tochter des Captains wird vermisst. Die Tochter des Captains? Ganz vorsichtig.
Komm, geh. Da, siehst du? Mach dir keine Sorgen um mich. Natürlich nicht. Das machen hier schon genug Leute. Übrigens, ich finde, du machst das toll. Kein Offizier, der mich jemals verhaftet hat, war besser. Wie viele waren das denn? Nicht so viele. Charmant wie immer. Trägt dieser Roboter etwa Make-up? Was? Oh, ja. Das ist It. Ich kenne alle Roboter hier unten. Sie sind meine Freunde, glaube ich. Die meisten habe ich umprogrammiert. Und ihnen Gesichter gegeben. Vielleicht. Nein, hey, ich find's cool. Das gibt ihnen Persönlichkeit. Sehr cool. Komm, hier lang. Weiß deine Mom, dass du hier unten spielst? Wahrscheinlich nicht. Aber was soll ich denn sonst machen? Es gibt keine anderen Kinder an Bord. Weißt du, ich hatte in deinem Alter auch kaum Freunde. Okay, ich war im Gefängnis, aber trotzdem. Dann hat Mom also doch die Wahrheit gesagt. Es war ein Chitauri-Gefängnis. Ich war nur ein Kind. Ich habe so viele Fragen. Waren deine Eltern auch im Gefängnis? Nein, meine Mom ist gestorben. Mom. Mein Dad kannte ich nicht. Woher genau kennst du meine Mom? Wir haben zusammen im Krieg auf dem Merkur gekämpft. Sie war... ist... ein echter Hitzkopf. Und ein Kontrollfreak, ein Boss und eine Despotin. Du bist nur ein Kind, Nikki. Du weißt nicht, was gut für dich ist, Nikki. Steig nicht in die Rettungskapsel, Nick. Ich bin sicher, alle Kinder sind von ihren Moms genervt. Aber wenn du älter wirst, merkst du, dass sie öfter Recht als Unrecht haben. Ach, mir doch egal. Mir wurscht. Hier lang. Das Warte. Ist eine Sackgasse. Glaub mir. Natürlich glaub ich dir. Offensichtlich. Ja, aber da hinten ist was. Ich seh's doch. Wo willst du denn jetzt hin? Ich seh nur mal, ob hier alles wirklich sicher ist. Vor dem, Feuer. Ich hab hier immer noch das Sagen. Bist du sicher, dass das der kürzeste Weg zum Gefängnis ist? Ich dachte, du wolltest nicht ins Gefängnis. Wenn das ein Versuch ist, vom Schiff deiner Mom zu fliehen, muss ich es wissen. Denn ich wäre vielleicht super interessiert. Oder auch nicht. Wir müssen nur unbedingt dafür sorgen, dass es nicht nach Entführung aussieht. Was? Nein! Nein! Oh, wow! Lach nicht. Nein, nein! Ich find's cool. Das ist ein Geheimversteck, stimmt's? Es ist so viel besser als das Gefängnis. Wir bleiben nicht hier. Ich muss nur nach Ultimo sehen. Seine Gyros warten aufeinander. Lass dir Zeit. Das schaut echt gut aus hier. Echt schick. Hey, das ist der Merkur, stimmt's? Aha. Es soll die große Schlacht darstellen, weil der Mom dabei war. Du hast gesagt, dass du auch dabei warst. Oh ja. Deine Mom steckte in der Klemme, bis ich und die Ravagers auftauchten. Du solltest das unbedingt ändern. Du willst, dass ich dich reinmale? Im Interesse der historischen Korrektheit. Ist das deine Mom? Wie sie im Alleingang den Krieg gewinnt? Ich weiß natürlich, dass sie das nicht allein geschafft hat. Nein. Der letzte Vorstoß war eine gewaltige Teamanstrengung. Warst du dabei? Ich habe die Kriegsbemühungen anderweitig unterstützt. Als Pirat? Quasi als Freibeuter. Der guten Variante der Piraterie. Jo. Ist das Krela? Ja. Ist aber schon alt. Kinderkram. Das könnte ich heute viel besser. Nein, nein, das ist gut. Morbide, aber gut. Brauchst du Hilfe? Nein, aber danke. Ich bin fast fertig. Es sind Upgrades verfügbar. Upgrade! Lebensgefahr. Feuerrad wird wenn gesundet und kurze Zeitlupe, wenn du in letzter Sekunde ausweichst. Verhindert, dass du zu Boden gehst, wenn dich ein Niederschlag trifft. Erhöht. Das nimmer. Das geht nicht. Das geht nicht. Geht nur weiß.
Wenn du R2 rasch zweimal drückst, wird ein Schuss aufgeladen. Wenn du loslässt, verursacht der folgende Treffer. So, Daumen, also körperlichen Schaden. Feuerrad verdoppelt. Haben wir schon mal gehabt. Gleitet kurzzeitig am Ziel herum, während du schießt. Scannt Gegner im Kampf mit dem Visier. Verhindert, haben wir auch schon gehabt. Da haben wir noch droppt zusätzliche Gesundheits-Pickups, werden nach einem Tetris-Sport ein tödlicher Schlag erfolgt. Lokalisiert Komponenten durch Tracking-Feedback. Erhöht Schildgeneration um 3 Sekunden. Nehmen wir das hier. Oder auch nicht. Warum kann ich nicht nehmen? Hallo? Finde ich nicht in Ordnung. Aber ich denke hier, dass ich bin, dass ich was, ich habe 900 und 100. Das muss doch gehen. Naja. Hey, geheimes Zeug. Zutritt verboten. Keine Erwachsenen. Schon klar. Wie auch immer, ich bin hier fertig. Jo, wir sollten wahrscheinlich zurück. Ich auch, mit meinen Nerven. Egal, vielleicht kann ich das auch ausgehen, bevor Mom komplett austippt. Ich weiß, ich habe im Moment keine Ahnung. Überreagiert. Ich bin nämlich kein Kind mehr, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Also, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Falls du doch ein Gespräch mit meiner Mom führst und ihr in dem Gespräch zufällig auf mich kommt... Sie soll nichts von deinem Geheimversteck erfahren, schon klar. Ja. Und auch sonst nichts. Mit sonst nichts meinst du... Dass ich einen Generalschlüssel für Teile des Schiffs besitze. Die Sache mit der offiziellen Rekrutin. Dass ich auch nur in der Nähe des Hangars war. Also eigentlich alles über mich. Du hast mich nie gesehen. Ja, Upgrades verfügbar. Upgrades. Warum kann ich das nicht nehmen? Du Scheiß. Habe ich ein neues Outfit? Ich will mal umziehen hier. Ich schaue ein bisschen lächerlich aus. Aber eigentlich mag ich es. Ich lasse es. Wir sind fast am Aufzug. Das Ziel ist erreicht. Fast. Brauchst du Hilfe? Ja! Geschafft! Mann! Ich kann's erklären. Niki, mir geht's gut. Mom, wirklich, alles okay, kaum ein Kratzer. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Schleißt dich mit einem Arresttrupp raus, treibst dich mit Kriminellen herum. Angeblich kriminell. Du wärst fast gestorben. Ist dir klar, wie viel Hausarrest das bedeutet? Mom, du hattest mir mehr Freiraum versprochen. Dazu gehört nicht, meine Offiziere zu belügen. Oder hinter meinem Rücken rumzuschleichen. Ist doch nicht meine Schuld, wenn da irgendein Schiff in die Luft fliegt. Sperrzonen heißen nicht ohne Grund Sperrzonen. Du behandelst mich wie eine Gefangene. Du bist ein Kind. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, oh. Wir haben alle einen harten Tag hinter uns. Lasst uns mal tief durchatmen. Und uns eingestehen, dass wir alle Fehler gemacht haben könnten. Löscht das Feuer und sichert den Hangar. Ja, Commander. Und findet heraus, warum das Shuttle explodiert ist. Der große Einiger Raker zeigt sich nicht sehr kooperativ. Dann zwingt ihn dazu. Und ihr zwei kommt mit mir. Ich wusste, dass du überreagierst. Du reagierst immer über. Hier, frag Peter. Der findet das auch. Ach, sag bloß. Ist das so? Ich vermute, Peter hat Blödsinn geredet. Das passiert ihm häufig. Nur damit du es weißt, Niki hat mir den Arsch gerettet. Sie hat sich super geschlagen. Du kannst wirklich stolz auf sie sein. Aus deinem Mund, Peter, bedeutet das so gut wie gar nichts. Wieso bist du so gemein zu ihm? Hör doch einfach zu, was er sagt. Es ist mir egal, was er sagt. Oberes Stockwerk, Quartier des Captains. Na endlich. Abriegelung. Abriegelung eingeleitet.
Was, willst du uns umbringen? Theoretisch gehen diese Türen erst auf, wenn ich es sage. Ja, ich weiß, was Abriegelung heißt. Das glaube ich dir nicht, denn irgendwie umgehst du jede Sicherheitsmaßnahme auf diesem Schiff und ich will wissen, wie. Oder du zeigst es mir. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Verstößt das nicht gegen irgendein Galaxiegesetz oder sowas? Hey, ich weiß noch, wie ich das letzte Mal in einem Aufzug festsaß. Das war mit einer Shia-Braut, die war echt heiß. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie war wirklich bezaubernd. Könnte mich bitte irgendwer hier rausholen? Keiner kommt hier raus, ehe du mir sagst, was ich wissen will. Du weißt doch schon alles. Nein, eben nicht. Ich weiß nur, dass du Gefahren anziehst. Und dass du dich immer wieder in Sperrzonen auf dem Schiff herumtreibst. Ich bin klein. Okay? Und ich passe überall durch. Damit kommst du aber nicht durch die Security. Oder die Kontrolle an der Hangarbucht. Oder die Sprengtüren der Wartungstunnel. Weißt du noch, dieser komplette Systemausfall? Ja. Ja, überall war die Security lahmgelegt und... Nein, war sie nicht. Also mir kam es so vor. Unterstützt du gerade ernsthaft die Lügen einer 12-Jährigen? 12? Oh wow, ich dachte, sie ist mindestens 16. Peter! Was denn? Sie kannte sich bestens aus. Sie ist ein cleveres Mädchen. Zu clever, sie umgeht immer die Security. Oder hast du neuerdings eine Stufe 6 Freigabe für mein Schiff? Dachte ich mir. Nicolette Gold, leer mal deine Taschen. Nein. Leer du doch mal deine. Niki? Was? Du versteckst doch irgendwas. Mach ich nicht. Ja, mach aber du. Ich habe immer noch Gefühle für dich. Wie bitte? Also nicht. So Gefühle. So Gefühle halt. Naja, die Explosion, du und ich, was wir durchgemacht haben. Damals im Krieg. Da kommen viele Erinnerungen in mir hoch. Jetzt geht es aber wieder. Toll, wirklich. Kann ich jetzt weitermachen? Mom, glaub mir, ich verberge ehrlich nichts. Das würde ich nie tun. Fortsetzung folgt. Abriegelung Ende. Abriegelung deaktiviert. Und kann ich jetzt bei der Hangarsicherung helfen? Nein, du gehst in dein Quartier und da bleibst du für die nächsten 30 Rotationen. Aber Mom, ich... Und wenn du willst, auch 30 Zyklen. Er hat doch ein bisschen ausgesehen wie ich. Es ist hundertprozentig meine Tochter. Also, nicht meine, sondern Star-Lords natürlich. Tja, harter Tag, hä? Gesprengte Shuttles, Unbefugte in der Quarantänezone, ein vermisstes Kind. Du hast ja keine Ahnung. Chewie. Ich kann nicht glauben, dass du ihn noch hast. Wahnsinn, dass er Merkur überlebt hat. Gefühlt 1000 Krater. Und gefühlte 1000 Zyklen her. Du kannst ihn von mir aus behalten. Ist ja deiner. Ich hatte ihm gesagt, dass er auf dich aufpassen soll. Das soll er mal schön weitermachen. Vor allem jetzt, wo du eine Tochter hast, wie es aussieht. Hm, ich rechne natürlich nach. Eine 12-Jährige, die du im Krieg noch nicht hattest. Vor 12 Jahren, als wir... Peter! Als wir dein Schiff aufgegriffen haben, da war ich irgendwie aufgeregt. Also anfangs. Aber du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Kein Stück, du bist noch genauso... Ich hab mich verändert. Ich zahle die Strafe auf jeden Fall. Gib mir 3 Zyklen. Dann beweise ich dir, dass ich nicht mehr... Such dir aus, wie du den Satz beenden willst. Du willst 7000 Units bezahlen? In 3 Zyklen? Wow, also... Okay, das ist eine Menge Geld. Weißt du, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht... Die Strafe ist nicht verhandelbar. Mein Suchtrupp hat eine bedenkliche Menge verbotener Tech gefunden. Die lag in deinem Schiff rum. Sonst aber nichts, oder? Okay. Du kriegst dein Geld pünktlich, gar kein Problem. Diese Wächter der Galaxienummer, die steht so kurz vor dem großen Durchbruch.
Und wenn ich diese blöden Handschellen nicht anhätte, dann würde ich dir zeigen, wie kurz genau wir davor stehen. Das werde ich ganz bestimmt bereuen. Ach komm schon, wann habe ich dich je? Du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche es dir. Was die wohl jetzt machen? Du hast 3 Zyklen, Peter. Nicht 4. Nicht 5. 3. Coole Soundtrack. Dann deaktiviert der installierte Chip euer Schiff. Und ihr kommt ins Gefängnis. Verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Du solltest die Sache doch regeln. Hab ich doch. 7000 Units, das sind 7000 Units? Das ist eine gewaltige Summe. Wo sollen wir in 3 Zyklen so viel Geld herkriegen? Wir könnten mal wieder eine Bank ausrauben. Okay, ja. Wir müssen Strafe zahlen. Und wenn wir das nicht innerhalb von 3 Zyklen hinkriegen, schaltet uns so ein Nova-Tracking-Teil die Triebwerke ab. Aber immerhin sitzen wir nicht in einem Gefangenentransporter. Noch nicht. Ach, kommt schon, Leute. Du bist Drax der Zerstörer, Mann. Du hast Thanos getötet. Heißt es? Haut dich so ein bisschen Bußgeld etwa um? Und Gamora, du bist praktisch eine MI6-Agentin, nur schärfer. Und cooler. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Jetzt kommt's. Rocket, Mann, du bist ein Genie. Der gerissenste Kerl, den ich kenne. Aus wie vielen Gefängnissen bist du schon ausgebrochen? 7. 7. Ich bin Groot. Du bist Groot. Leute, wir sollten doch als Team denken. Wir müssen nur mal eruieren, wie pleite wir wirklich sind und dann einen Plan machen. Checkt mal eure Quartiere. Sucht zwischen den Sofakissen, guckt in der Werkstatt nach. Wenn noch irgendwo Units rumliegen, sammelt sie ein. Ich durchsuche auch mein Quartier. Na dann. Darum pennt man nicht mit Bullenquill. Jetzt haben sie mir mein Schiff vermint. Mein Schiff. Ich beobachte dich, Naga. Was soll das denn heißen? Es ist allgemein bekannt, dass Naga hamstern. Nüsse, gestohlene Technologie, Units. Okay. Erstens, schau mir Outfits an. Zweitens, vielleicht kann ich jetzt was annehmen hier. Nee, geht nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn er mir schon sagt, Vorteile, geht nicht. Ich bin keine ehrliche, ich bin Upgrades. 4 Upgrades, Objekte. Ah, hier. Nee, hier auch nicht. Die Sachen, die ich habe. Upgrade. Ich glaube, das gilt für alle. Neue Outfits? Nee. Nee. Ich mag dieses Outfit lieber. Bin ich weder ein Hamsterer noch ein Nager. Ich weiß, du hast ein verstecktes Lager an Bord des Schiffs. Hol es sofort. Da gibt's nichts zu holen. Groot hat alles auf Contraxia ausgegeben. Und Peter Quill sagt dem Naga, dass sein Egoismus uns alle gefährdet. Rocket, wir könnten wirklich jede Unit gebrauchen, die du noch hast. Wie soll ich es euch bloß klar machen? Ich habe keine Units. Schon gut. Glaubst du seine Lügen? Oh, ich lüge nicht. Warum lässt du mich nicht in Ruhe und nervst jemand anderen? Das werde ich. Öffne diese Tür. Ich weiß, dass du da drin bist. Ja, Metzlama. Ich bin Groot. Glaub nicht, dass ich nicht wüsste, was du vorhast. Ich bin Groot. Groot, alte Hütte. Ich wollte nur mal nachsehen, ob alles okay ist. Und, danach sieht's, ja, aus. Okay.
Ich bin Groot. Mist, dieser Übersetzer ist kaputt. Ich hatte gehofft, er hätte auch Groot im Speicher oder sowas. Ich bin Groot? Dann könnte ich's auf meinen Übersetzer downloaden. Ich würde gern öfter deine Meinung hören, ohne dass sie immer, naja, Rocket gefiltert wird. Ich bin Groot. So, merkt ihr bitte den Gedanken, Groot, Rocket. Hätte ich immer einen Übersetzungsimulator. Naja, ich hatte nicht immer ein Übersetzungsimplantat. Bevor ich die Erde verlassen habe, bin ich mal in Spanisch durchgefallen. Obwohl mir Spanisch auch nichts genützt hätte bei all dem hier. Ich bin Groot. Mann, die ersten Jahre. Weißt du, wie schwer es war, sich durchzuschlagen, ohne ein Wort von dem zu verstehen, was die Leute reden? Die Hälfte der Sprachen hier klingt wie ein weißes Rauschen, kranke Vögel oder ledierte Theremins. Ich will gar nicht wissen, wie Rocket in Wirklichkeit klingt. Glaub mir, das Fernsehen hat mich auf die Realität im Weltraum kein Stück vorbereitet. Ich bin Groot? Ehrlich, Mann. Du kannst froh sein, dass du Rocket hast. Ich meine, ich weiß, wie das ist, von Leuten umgeben zu sein, die einen alle nicht verstehen. Dabei kann man sich ziemlich einsam vorkommen. Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Und das warst du doch bestimmt auch. Also vor Rocket und uns. Ich bin Groot. Ich sag das wahrscheinlich viel zu selten. Aber du bist ein wirklich wichtiger Teil des Teams. Ich kann mir die Gärtner der Galaxie ohne Groot gar nicht vorstellen. Und wer weiß, falls es deine Sprache für dieses Ding gibt und Rocket sie irgendwie runterladen oder hacken kann, Ich bin Groot. Es wäre schön, endlich mit dir reden zu können. Also richtig. Wobei, warte mal kurz. Ich komme jetzt wieder. Hey, Blitz. Rocket! Was? Kannst du mal kurz rüberkommen? Was willst du, Quill? Ich bin beschäftigt. Guckst du mal, ob dieser Übersetzer Groots Sprache drauf hat? Hat er nicht. Du hast nicht mal geguckt? Muss ich auch nicht. Das ist billiger Mist ohne Sondersprachenpaket und selbst wenn, wäre da nichts mehr zu machen. Wirklich? Moment, ist auf deinem Übersetzungsimplantat Groots Sprache installiert? Sehe ich etwa aus, als würde ich in Units schwimmen? Nur verflagt reiche Leute können sich so ein Sprachpaket leisten. Dann sprichst du also tatsächlich Groot? Talonisanisch? Ja, spreche ich. Einigermaßen. Ich und Groot waren 10 Jahre lang Kopfgeldjäger, bevor du aufgetaucht bist, Quill. Wenn man so lange zusammenarbeitet, kommt das irgendwann von ganz allein. Ich bin Groot. Du nennst es Missverständnisse, ich sage Interpretationsspielraum. Ich bin Groot. Nichts schiefgegangen, diese Jobs haben wir gar nicht gebraucht. Ihr habt also mit der Zeit gelernt, einander zu verstehen. Gut, es gibt auch ein Wörterbuch, was aber nicht sonderlich hilfreich ist, wenn deine gesamte Sprache klingt wie Ich bin und Groot. Es gibt also noch Hoffnung. Ich bin Groot. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich bin Groot. Großartig. Cool. Ich mag Groot. Groot. Ich frage mich, warum die wieder die anderes Outfit anhaben. Ich verstehe nicht. Oh. Übernehmen. Kann man vielleicht gesetzt wieder? Was willst du, Quill? Wenn du Units suchst, geh in deine Kabine. In meine Kabine? Danke. Wo ist meine Kabine? Das ist nicht meine Kabine. Wenn ihr es lesen wollt, wie immer Pause. Ich bin ja ein schlechter Leser. Obwohl, haben wir das schon gelesen? Egal.
The Graves? Ja, du siehst toll aus. Ich weiß. Hey, Bluebird, hörst du mich? Ich weiß, du denkst, ich hätte dich verkauft und... Gamora, ich hab nur... Mit wem redest du da? Was ist dein Bluebird? Das, war Yondus Rufname. Er war Bluebird und ich war The Kid. Nur damit ich's richtig verstehe. Yondu Udonta, Anführer der Ravager-Weltraumpiraten, Geißel des Sirius-Systems und berühmter Schurke, benutzte den Rufnamen Bluebird? Er hat das sogar hinten auf seine Jacke stecken lassen. Großartig. Ja, es war großartig. Eigentlich von Anfang an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Terraner und Centaurianer sind nicht gerade Nachbarn. Das war auf Chitauri Prime. Nach etwa 3 Jahren meiner Strafe. Moment. Yondu war ein Kriegsgefangener? Ich dachte, die Ravagers waren neutral. Das waren sie. Aber dann auch wieder nicht. Yondu und ich waren Zellengenossen. Seine ersten Worte, als er in meine Zelle kam, lauteten: Junge, mach bloß keinen auf Freundschaft. Ich bin nämlich nur wegen des Essens hier. Und das Essen war ein ziemlicher Fraß, also... Ja, das klingt nach Yondu. Yondu! Er war nicht mein erster Zellengenosse. Keiner hatte lange durchgehalten. Die Chitauri haben diese Gladiatorenkämpfe und... Du hattest dich an den Tod gewöhnt. Das weiß ich nicht. Aber ich rechnete nicht damit, dass jemand durchhält. Außerdem hatte ich damals noch kein Übersetzungsimplantat. Ich hätte genauso gut allein sein können. Aber Yondu, er konnte tatsächlich meine Sprache. Er bot sich als Dolmetscher an, im Austausch für Extrarationen. Ein Trickser. Selbst in diesem schlangverseuchten Höllenloch. Damit hatten wir eine Gemeinsamkeit. Ich hatte seit dem Tag meiner Ergreifung nach einem Fluchtweg gesucht. Ich brauchte nur jemanden wie Yondu, um es möglich zu machen. Und wie seid ihr entkommen? Sagen wir, es war zu gleichen Teilen simpel, kompliziert und irgendwie peinlich. Aber am Ende übergaben wir einen Transporter voller gestohlener Vorräte direkt in die Hände des Widerstands. Für ordentlich Units, möchte ich wetten. Jedenfalls gab es danach kein Zurück mehr. Ich war ein Ravager. Ich rede mal alles hier. Die Ravagers hatten einen simplen Kodex. Bestiehl jeden. Yondu sagte, dadurch wären sie neutral. Waren sie aber nicht. Ich erinnere mich an einige Überfälle auf Chitauri-Transporter, als ich noch... Du weißt schon. Sie griffen genauso viele Schiffe des Widerstands an. Bis einmal ein Chitauri-Kreuzer mitten im Kampf vor ihnen aus der Tarnung kam und... Yondu auf Chitauri Prime endete. Mit dir. Genau. Nach unserem Ausbruch hätte er mich auf einer Raumstation zurücklassen können oder mich auf der nächsten Nova-Corps-Basis absetzen. Hat er aber nicht. Stattdessen lud er mich ein, den Ravagers beizutreten. Du warst lange bei ihnen. Muss dir also gefallen haben. Ja. Als Ravager hatte ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dazuzugehören. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Mir ging's genauso, als ich mich Richard Ryder und dem Widerstand anschloss. Als hätte ich endlich Kontrolle darüber, wer ich sein wollte. Ja, genau. Die ersten Jahre war es... Es war, als wäre ich dieser sehr großen, völlig dysfunktionalen Familie beigetreten. Und wenn ich das so höre, war Yondu damit mein... Weltraum-Dad? Es hätte schlimmer sein können. Wir haben Weltraum-Dad, Leute. Falls es dich nicht stört, würde ich jetzt gern ein bisschen allein sein. Oh, ja, klar. Wir sehen uns. Du kannst aber auch hierbleiben, ne? Master Bela. Leute, vergesst nicht, den Kühlschrank zu schließen. Wird gemacht, Mumlord. Und du kannst dich nicht ewig dort verstecken. Drax, lass gut sein. Keiner bunkert hier Units. Wir werden sehen. Danke für den Beistand. Also, willst du reden oder bloß deine Ausrüstung upgraden? Nobody, I can make it. Du bist doch nicht immer noch sauer auf mich.
Naja, wenn wir nicht im Reizzyklen die Strafe berappen müssten. Hey, weißt du noch damals auf Kanlar? Mit dem Berdun und dieser heißen Askavarianer-Braut? Ihre Freunde hätten deinen Menschenhintern zerstückelt, wenn Groot und ich nicht aufgetaucht wären. Ich hatte alles unter Kontrolle. Fast alles. Ha, schade, dass du immer pleite bist. Ich sollte dir für jedes Mal raushauen eine Rechnung schicken. Wann habt ihr mich bitte jemals rausgehauen? Contraxia, Nowhere, Aramatar, Ceres, nochmal Contraxia, Malador. Okay, gut, ich schulde dir was. Viel. Ich hätte dein Kopfgeld von Yondu kassieren sollen. Dann müsste ich jetzt nicht mühsam Units zusammenkratzen, um deine Nova-Freundin zu bezahlen. Ex-Freundin. Aber gib's zu, du bist gern ein Wächter der Galaxie. Bei dem Namen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die Milano als Pfand zu behalten, war ein cleverer Schachzug. Dem habe ich nie zugestimmt. Soll ich dich doch lieber ausliefern? Keine Sorge. Ich weiß, du hast viel in dieses Team investiert. Ich mach's wieder gut. Besser wär's. Wenn du es wieder gut machen willst, finde einen Weg, die verflachte Strafe zu bezahlen. Ah, was kann man da machen? Was kann man da machen? Hey, oh Gott, ja, hier, endlich. Hier kann ich es aufladen. Na, das ist ja auch. Was wollt ihr eigentlich? Das wollte ich. Bitte sehr. Habe ich schon vergessen, wahrscheinlich habe ich es eh schon gemacht. Ich bezweifle, dass selbst du das kaputt kriegst. Nee, das mache ich nicht. So, das war's mit der Folge. Ist nicht schön hier. Gut. Wir müssen Grell suchen. Das machen wir weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Bye, bye.